Willkommen zurück bei Father and Son. Play for fun. Noch eine schöne Runde am Freitag. Zum Start ins Wochenende. Dann schauen wir doch mal, was liegt heute an? Oh, Pferd ein bisschen durch die Gegend reiten, Frischwaren essen. Ne? One apple a day. Keep the doctor away. Werden wir gleich mal ein bisschen was essen. Dumbleweed was besucht. Braune Fledermaus, schwierig. Naja, hier. Alle möglichen Leute umlegen, das lassen wir mal. Aber wieder Gesuchte von New Hanover einsammeln, Zielperson abgeliefert, 3 Stück und mit Bolas zu Fall gebracht. Lagereintöpfe essen, mittelgroße Tierkadaver und Versorgungsmission mit 5 Minuten Rest. Schnapsflasche trinken, Münzen finden und verlorenen Schmuck. Eine Spezialsorte Hellenstein, 200 Tacken verdienen und was mit dem Kollegen trinken hier. Sollte Tiere wecken, Wildnislager und Darntonika herstellen oder benutzen. Ja, dann trinken wir als erstes mal aufs Wochenende, oder? Wo haben wir denn satt? Ach, hier. Hauen wir uns mal noch rum rein. Und schon läuft die Serie weiter. So, Frischwaren. Da haben wir ein Pfirsich. Das können wir auch essen. Da muss ich hier die Äpfel nicht suchen. Ich hoffe, das gilt. Ja, aber frischer als ein Pfirsich geht doch nicht. Da ist es. Weil sonst esse ich meist Äpfel, aber dann nehmen wir halt die Pfirsiche, weil die hier gerade so schön auf Abruf stehen. Und den auch noch. Ja, da guckt der Hund schon. Den müssen wir auch noch streicheln. Da kommt er. Ja, komm, das machen wir auch zuerst hier. So. Ja, jetzt will er nicht mehr. Doch. Ja, ich hoffe, ihr könnt heute ins Wochenende starten. Ich darf ja morgen noch ein wenig arbeiten. Wie jeden Samstag. Ja, seht ihr, jetzt haben wir nämlich den Hund auf dem Schirm. Jetzt können wir nichts machen. So. Aber auch noch was Gescheites hier. Und dann gucken wir mal hier, wie weit der Kollege ist. Der hat noch genug zu tun. Dann holen wir mal eben ein bisschen Moon ab. Und dann würde ich sagen, fahren wir mal erst eine Runde Schwarzgebrannten weg, den ich hoffentlich fertig habe. Ah, nach Tumbleweed müssen wir nachher auch noch. So. Ja, ich habe mir noch wie jeden Abend ein koffeinhaltiges Heißgetränk dabei geholt. Moment. Super. Tja, hier ist heute nix. Dann mal hinein in die gute Stube. Warum habe ich was fertig? Aber Glück gehabt. Ja, jetzt haben wir natürlich keinen gescheiten Käufer. Ach, wisst ihr was? Obwohl. Da unten seht ihr es, Käufer zur Rücksetzung in erst in 26 Minuten. Ja, komm, wir fahren's weg. Okay. Dann schmeißen wir einen an und fertig. Drive this out to our buyers. I'll load it up myself. Just keep an eye for those revenue men, huh? Ja, bleib entspannt. I like you. You work hard and you don't make a lot of fuss, huh? How you go up it with that buffoon, Mr. Cripps. I'll never know. More than an hour. Das ist aber nicht nett, was er hier sagt. Presence, and I'm either ready to kill him or to kill myself. Anyhow. Bon chance. Drive safe.
So, wo muss das Zeug überhaupt hin? Ah, Thieves Landing. Das ist ja nicht so weit. Gehen wir mal alles hier. Schmeißen wir gleich direkt die nächste Ladung an. Ah, da unten ist die Straßensperre. Na, hervorragend. Da hat man ja eigentlich Bock durchzuziehen, oder? An dieser Stelle geht das eigentlich auch ganz gut. Denn... Oh, wir dürfen sogar durchfahren. Aber heute hätte ich es eh getan. Weil hier kann man mal eben... einfach durchziehen. Da folgen die einem auch nicht so lang. Aber wenigstens kurze Wege. Gut, dafür gibt es auch so gut wie keine Kohle, ne? Fast, ich glaube, um die 90 Dollar. Verschenkt. Habe ich schon mal ein bisschen Kohle verdient hier. Hier zufällig was liegt. Nein. Oh, da habe ich wieder was platt geritten hier. Das kann ja auch gut. So anders. Okay. So, das Pferd hat keine Lust mitzukommen. Dann machen wir fix was im Wildnislager. Auch er kriegt sein koffeinhaltiges Heißgetränk. Und Großwildfleisch können wir auch mal machen. Das essen wir jetzt nicht auch noch, da haben wir nämlich genug von. Also gegessen haben wir genug, denke ich. Ich denke, dass der Gute leicht übergewichtig ist, so wie ich. Kann sich nur um Stunden handeln, ne? Das machen wir auch. Das brauche ich ja öfter, wenn ich Straßensperren abräume. Habt ihr ja auch schon gesehen. So. Dann schmeißen wir mal eben eine Ladung an. Aber noch im Wildnislager hergestellt. Und dann können die hier schon mal arbeiten. Oder der Franzose kann dann schon mal was machen. With the profits from that batch, I hope. Nein, bin ich nicht. Das war mir eindeutig zu wenig Kohle. But it can be made to be cheaper, huh? So. Ja, komm hier. Was soll's denn? Yes, this will work. Now we give it time.
So, dann schauen wir mal. Ach, Distanz, das eine Pferd geführt. Ja gut, das ist natürlich langweilig. Ja komm, wir düsen mal eben nach Daumelkraut hier. Oder auch nicht. Moment mal, ich habe ja noch eine Schatzkarte offen. Eine Landkarte für irgendwelche Sammlerstücke. Oh, was ist da? Ah, jetzt hat es geklappt. Das ist ja auch schön. So, dann eben für 4 Dollar dahin düsen. Oh, da hinten sehe ich ein Sammlerstück. Eine Tarotkarte, denke ich. Und hier reicht's, wenn man nur dran vorbeireitet. Dann hat man das Geschäft besucht. Da liegt die Karte. Nein. Was macht der denn hier? Nein, falsch. Was mache ich hier? So. Hier nicht irgendein Viehzeug, was wir noch mitnehmen können. Aha. Oh. Oh, noch die falsche Moon drin. Aber dann ziehen wir mal eine Probe unserem Wüsten-Leguan und schicken den auch wieder auf die Reise. Muss ja nicht in der prallen Sonne rumliegen, ne? Noch irgendein Tierchen hier betäuben. Irgendwas werden wir wohl noch finden. Was haben wir da? Aha. Ein Hasen. Ja, das ist hier. Das fluppt nicht immer. Das meine ich, da war's. Ja, wieder was plattgebitten. So. Das, was ich da plattgeritten habe. Stecken wir mal eben ein. Und den Hasen. Schicken wir auch wieder auf die Reise. Wie liegt der denn dumm rum hier? Da. Da ist er. Und ab geht's. Können wir jetzt die Munition wechseln. Ist das? Ah, da. Wir sollen ja auch, glaube ich, mittlere Tierkadaver spenden. Dann bringen wir schon mal was mit. Muss doch irgendwas rumlaufen. Das ist übrigens nicht so meine Gegend. Die mag ich nicht so. Ist mir zu trostlos. Und vermutlich auch zu warm. Ja. Viel zu warm. Das gibt's doch nicht. Dann nehme ich ihn mit. Nein, nichts entfernen. Du sollst ihn hier aufheben. So, dann düsen wir mal eben nach Hause.
Kostet nämlich immer nur einen Dollar, ne? Da seht ihr auch, der bringt's auch. Da, mittelgroß, 7 Stück. Richtig toll. Das macht Laune. So, wo ist denn das Sammlerstück überhaupt? Oh. Okay. Dann ist hier noch eine Pfeilspitze. Ja, ich denke, das hilft nichts, ne? Die müssen wir mal eben holen. Dann düsen wir dafür nach Valentine. Da. Und sammeln die mal eben ein. Sagen Valentine und Strawberry, ne? Das finde ich einfach am besten. Die jetzt bloß kein Platt reiten. Ja, die sind hier, glaube ich, auch wenn man die Maske auf hat. Ich habe ja immer das Halstuch nach Möglichkeit oben. Das mögen die hier nicht so. Hoffe ich, dass ich am Wochenende noch eine Runde entspannt Story weiterspielen kann. Da sind noch Herausforderungen zu machen ohne Ende. Einige haben's. Was soll das? Ich verreite doch nicht so rum. Einige haben's mächtig in sich. Also wirklich. Da ist, glaube ich, so eine Scharfschützennummer. Die kriege ich sowieso nicht hin. Ach, hier leuchtet's doch schon. Das ist einfach. Dann haben wir das schon mal erledigt. Und hier eine Rebhuhnbeere. Kann ich immer gebrauchen. Dann checken wir mal eben, wo ist die Madame heute? Aha, hier ist sie. Für alle die, die es wissen wollen. Da ist die Jute. Und dann sollten wir, glaube ich, Münzen sammeln, ne? Jawohl. Kommt. Dann machen wir eine Karte auf. Ich gönne der Madame die Kohle für die neuen Karten. Das ist nervig. Das auch. Aber das hilft jetzt nichts. Jetzt sind wir hier. Jetzt müssen wir es machen. Da habe ich mich doch schon mal angeschmiert, glaube ich. Ne? Da kann ich mir nie merken, wo das ist. Habe ich mich schon mal so richtig angeschmiert. Nee, 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 da darf man, glaube ich, das geht von hier aus. Aber wie war das? Wie war das? Wie war das? Irgendwie, wie war das denn? Ach nee, das war da unten, ne? Genau, da habe ich mich hier oben, glaube ich, richtig dumm und dämlich gesucht. Aber wie war das denn? Wie war das denn?
ich weiß halt nicht mehr. Bin ich da hier irgendwo runtergegangen? Ich glaube hier. Oh, ah, das sah gut aus, ne? Ich meine irgendwie hier runter und dann. Das fand ich auch so richtig nervig. Dann so links rüber oder hier hoch? Also wirklich, Sachen hier in diesem Gebiet suchen, ist mega nervig, wenn man sich so wie ich nicht merken kann, wo es war. Konnte man hier hoch und... Oh Gott, wie war das denn? Nee, 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 das war so nicht. Das ist tatsächlich da oben, glaube ich, ne? Ja, da bin ich echt schlecht drin. Ein bisschen laufen tut ihm ja ganz gut. Wir haben so viel gegessen vorhin, ne? Warte mal, warte mal, warte mal. Hier war ich doch schon mal, oder? Wo kam man denn da hoch? Oh. Da geht ihm die Puste aus. Erstmal das Pferd ranpfeifen, ne? Was mag ich ja nicht so. Was ist denn hier unten? Nö. Das meine ich. Wenn das so auf verschiedenen Höhen ist hier, dann finde ich das richtig super. Mann, wo ist das denn hier? Was ist das denn hier oben? Das meine ich, das ist so nervig hoch 5 hier. Auch noch da. Ist ja noch besser. Also hier zwischendurch. Ja, super. Ja, sehr schön. Also, ich zeig's mal. Da. Quasi unter dem B. Toll. So liebe ich das. So mag ich das. So, hier werde ich jetzt nicht aufs Pferd steigen. Aber bei meinem Glück heute falle ich da nämlich runter. Wo geht's hier runter? Da nicht. So,
wo wir gerade hier in dieser... Ach mein Gott, hier will es auch nicht runter. In dieser schönen, zerklüfteten Gegend sind, da werden wir hier mal auch noch das da hinten eben einsammeln. Mal, wie lange quatsche ich schon wieder? 25 Minuten. So, hier jetzt mal mit Vollgas durch. Also mal im Ernst, hier reitet man doch auch wirklich nur hin, wenn hier was zu erledigen ist, oder? Das ist doch... Braucht doch keiner. Und hier hat, fährt er auch keinen Bock mehr. Oh super, das brauche ich jetzt auch noch. Ja los, komm ran hier. Ja, ihr wisst, lass ich nicht liegen, die nehme ich mit. Sag mal. Sollte das Atti aufs Pferd packen? Ja, ihr wisst, das kann ich nicht liegen lassen. Der liegt so dumm, das sollte jetzt schnell gehen. Dann holen wir uns noch die zweite Münze da und dann geht's erstmal zurück ins Lager. Dann kann ich euch die Folge schon mal hochladen. Oh, das ist gut. Das habe ich gut hingekriegt hier. Und dann habt ihr schon mal was zu gucken am Freitagabend? Ich denke, es werden heute mal zwei Teile. Das hatten wir ja lange nicht. Oh, das ist ja auch Freitag, ne? Da wollen wir ja auch entspannt bleiben und uns keinen Stress machen. Ich meine, die Gegend ist ja optisch schön. Da steht ja alles außer Frage. Aber man kann hier halt nicht so querfeld einreiten und das mache ich ja gerne, ne? So nicht ans Navigationssystem halten. Ihr wisst, was ich meine. So, wir nehmen jetzt lieber den Fuchs mit oder was soll immer ist. Da wir ja mittlere Tierkadaver abgeben sollen. Ich glaube, von großen war da gar nichts gesagt, ne? Händler. Mittlere Tierkadaver, das ist es. Ja. Da bringt uns nämlich hier der Wolf gar nichts. So, wenn der Wolf direkt hinterm Pferd liegt, dann geht das heute nämlich auch schneller. Hasen. Meine Güte, was mache ich denn hier heute? Hätte ich gerne mitgenommen hier. Mittlere Tierkadaver. Und das stecken wir uns auch noch in die Tasche. Na gut, das eine habt ihr vielleicht gerade daher hoppeln sehen. Also, wir können sie nicht alle einsammeln. Wir holen uns jetzt noch die Münze. Und dann können wir in der nächsten Folge als erstes mal eine Versorgungsmission starten. Dann haben wir das Gold ja auch im Sack. So.
Was ist denn da so hier? Ah, das ist bestimmt hier drunter, ne? So, da. Also ich zeige euch nochmal eben hier, die Gegend kennt ihr bestimmt. In der Nähe von dem Window Rock. Und hier. Da ist es. Hier gibt es aber meist noch andere Sachen, also laufen wir hier mal eben kurz entlang. Hier ist auch noch was drin heute in der Hütte. Was haben wir hier? Und habe ich schon, habe ich noch. Ich hoffe, es ist hier im Schrank. Was ist das denn hier? Ach, da liegt die Karte, die habe ich nicht gesehen hier durch den. Da ist sie. So, super Sache, erledigt der Fall. So, und die letzte Münze. Das machen wir jetzt nicht, liegt hier. Das machen wir in der nächsten Folge. Müssen wir hier so ein Stückchen rausreiten. Damit wir ein Lager aufschlagen können. Ich glaube, hier geht's. Ja. Ja, und dann haben wir die halbe Stunde auch schon wieder geknackt, ne? Oh, deutlich drüber. Fällt das beim Spielen ehrlich gesagt überhaupt nie auf. Gut soll's ja auch nicht. Soll ja unterhalten. So, wir hauen alles raus, was wir haben. Und dann warmer Schluss ist der erste Teil schon fertig. Vielen Dank für euren Besuch. Abonniert bitte den Kanal. Lasst mir ein Like da und schreibt doch bitte was in die Kommentare. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Bei Father and Son, play for fun.